Ganz ruhig. Wir tun dir nichts. Ja, Best Buddies. Keine Arme, keine Kekse. Ah doch, das ist ein Arme. Cool. Sehr elegant, wie die da marschieren. Jawohl. Nun geht das. Was will ich hier erstmal hier gucken? Da ist was. Vielleicht sollten wir mit dem Prospektieren anfangen, was, BD? So. Guten Tag. So, jetzt können wir hier hoch. Läuft aber komisch, das Vieh, hä? Ah ja, das war, da waren wir eben. Ja! Drücke auf dem Reittier in der Luft erneut A, um einen Supersprung auszuführen. Okay. Mit einem kleinen Schubs unseres neuen Freundes kommen wir durch dieses Tor. Dann warte hier, kleiner Freund. Erstmal die Lage checken. Kiste. Und. Super. Nicht so meins. So, ist der noch da? Jawohl. Drücke außerhalb der Reichweite zum Aufsteigen RB, um das Reittier zu dir zu rufen. Ja, cool. Aha. Spring! Einfach öffnen, oder? Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Okay. Keine Scans, okay, BD? Bestimmt von der anderen Seite öffnen, weil hier ist nämlich Wasser. Sonst kommen wir nämlich nicht da hoch. Cool. Verlassene Ansiedlung. Oh, sind die gut oder böse? Ja, die sind gut. Na du? Oh, nein, sorry. Das war keine Absicht. Aber Licht wäre ganz cool, ne? Ach, guck mal hier. Habe ich auch schon ein paar von kaputt gemacht. Ein Kletterpark. Wie steige ich denn ab? Achso, ja. Samen. Vielleicht kann ich die irgendwo einpflanzen. Kommt bestimmt noch. So, Lage checken. Ah ja, da geht's hoch. Da wollen wir mal schauen, ne? Oh, das ist ja klein jetzt. Ah, brauche ich das Vieh. Ah, da kommt irgendeins. Auch cool. Oh. Tschüss. Oh, da steht man.
Oh! Cool, okay. Mal weiter rüber. Geht das nicht? Nee, macht er nicht. Okay. Oh Gott. Oh, hat nicht gereicht. Okay. Oh. Whoa. Bam. Da hättest du nicht vorher schon kommen können. Jetzt müsste ich gleich da hochfliegen können. So. Darüber. Oh nein, du sollst... Digga. Oh, jetzt muss ich ja nochmal hoch. Ich dachte, man kann darüber, weil hier ja auch ein Vogel ist. Kann ich von da? Nee. Okay. What? Ein Sandkriecher. Du weißt, was das heißt. Wir sind irgendwo Jawas. Jawas-Skripte. Alles klar. Oh. Du sollst ans Seil. Du bist Paddel. Ruhig, Neko. Nein, Gecko. Jetzt. Oh, Digga. Brauch aber lang, um, zu, um die Richtung zu drehen. So. Aber jetzt. Oh. Oh. So. Okay, dann halt in die Richtung. Oh, nochmal die Kiste. Ne, zu. Dann müssen wir da rüber. Oh. Okay. Nee. Komm bei mich. So, speichern. Was sagt denn die Uhr? Ach, wir haben noch Zeit. Wie cool. Ausruhen. Alles klar, gehen wir. Da sind sie. Ja, zwei Stück stehen da. Okay, gucken wir mal.
Aha. Kletterpark. Javas, lasst mich in Ruhe, dann lasse ich euch in Ruhe. Wenn ihr brav seid, kaufe ich euch sogar ein paar Roboterteile ab. Puh. So, was gibt's hier? Warum? Was soll ich da? Gehen wir erstmal da gucken, ne? Vielleicht ist da noch irgendwas. Aha. Diese Gebäude sind uralt. Älter als alles, was wir bisher auf Kobo gesehen haben. Deine Mutter ist alt. Wie lange das wohl schon hier war? Okay. Einmal Retour. Boah, schwitzig, ey. Man, durch das Gewitter wird es natürlich auch ein bisschen schwül, ne? Oh, hast du gesehen? Guck mal hier, die Klimaanlage. Keiner zu Hause, aber die Klimaanlage läuft. Ja, nie, ist klar. So. Ah. Ah. Dementsprechend komme ich jetzt nicht darüber. Okay, gehen wir erstmal zur Kiste. Ich will einen Bart, einen anderen. So. Abkürzung. Abkürzung ist immer gut. Aber wie mache ich das Ding hier aus? Muss ich irgendwie Stromkabel kappen? Kann ich hier balancieren? Nee, bestimmt nicht. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen es mal. Vielleicht war das ja nur eine Vermutung. Nee, oh Gott. Gar nichts geht da. Okay, okay, okay. Also eigentlich nicht okay, weil... Ich weiß ja nicht, wie es geht. Vielleicht sind wir hier noch zu früh. Balancieren geht ja auch nicht, ne? Na, bringt ja auch nichts. Yes. Wenn ich da jetzt runterjump, bin ich tot. Eieiei.
Na komm. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht, ne? Gucken wir uns mal da hinten die... Hoppala. Die Gegend dann. Na komm. Und los geht's, Kumpel. Ah, jetzt weiß ich, woran ich mich erinnern. Chocobos von Final Fantasy. Oh, hier. Wie es aussieht, ist die Mantis wieder startklar. Kommt schon, BD. Begrüßen wir sie an der Landeplattform. Los! Ungezähmtes Tiefland. Ist das eine riesige Open World, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Das ist ja gigantisch. Hey. Da hinten sind Viecher. Jetzt haben wir jetzt mal die Brücke geöffnet, ne? Und da steht die Mantis. Ah, fantastico. Ja gut, die ganzen Nebenmissionen, die kann man ja, wie gesagt, alle noch später machen. So. Ah, das in den Stall holen, später wieder ab. Da hätte ich doch lieber den blauen mitgenommen. Oh, was haben wir denn da? Eine Tür? Na komm. Komm schon. Meine Mantis. Was bist du denn für einer? In Paluns Saloon auf Kobo sind jetzt neue Charaktere oder Gespräche verfügbar. Okay. Der Neue. Hallo. Hallo zurück. Wenn du einen Ausblick suchst, solltest du zur Oberkante der Schlucht gehen. Ist das die Mühe wert? Keine Ahnung. War noch nie dort. Zu steil zum Klettern. Und da oben gibt es viele Kreaturen. Und ein paar davon fressen dich nicht mal. Klingt wie das Paradies. Der Aufstieg ist schwierig, aber du findest sicher einen Weg. Von dort kannst du dann die wahre Schönheit von Kobo sehen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, merken wir uns. Weil, wie gesagt, wir machen ja erstmal hier die Story und dann holen wir uns den ganzen anderen Kram. Machen die Sidequests. Und so weiter. So, gehen wir da mal eben rein. Checken mal die Lage. Oh, guck mal, jetzt geht die Tür. Die Tür ist aufgegangen. Ja, neue Leute, naja. Das freut mich. Übrigens, du solltest Barkeeper. Mal mit was kann ich für dich tun? Angeblich befinden sich eine reisendere Musikere und ein DJ-Droide aus den Kernwelten auf Kobo. Ein DJ-Droide. Ich dachte nicht, so etwas von dir zu hören. Weißt du, warum sie hier sind? Sie sind zum Talplateau gewandert, um die Geräusche der Wildnis zu samplen. Die Geräusche der Wildnis können von Kreaturen kommen, die dich töten können. Man kann jedenfalls keine bombigen Beats rausbringen, wenn man tot ist. Mal sehen, ob ich sie finde. Das hoffe ich. Wir sehen uns später, Monk. Monk. Ich wünschte, diese Raiders würden uns einfach in Ruhe lassen. Jedes Mal, wenn sie alles in Schutt und Asche legen, kann ich es reparieren. Der Außenposten kann froh sein, dass er dich hat. Klar. Ich wünschte nur, ich könnte etwas bauen, das nicht eingerissen werden kann. Das ist alles. Ja, geht mir genauso. Ja. Dein Schiff da draußen? Ja, aber was geht dich das an? Kann ein Mädchen nicht positiv überrascht sein, wenn jemand hier ein wenig Klasse reinbringt? War das ein Kompliment? War es eins? What? What?
DJ Pult. Oh, hey. Thor. Du bist's. Ich hab dich im Wald gesehen. Erinnerst du dich? Ich heiße Thor. Mhm. Ich bin Historikerin. Zurzeit freiberuflich. Kerl, auch ein Freiberufler. Planst du weitere Erkundungen? Natürlich. Ich bin zum ersten Mal außerhalb des Midrim. Aber ich sehe schon, dieser Ort ist ein Schatz. Vor Jahrhunderten wollten die Leute unbedingt unter einem neuen Himmel leben. Und sie haben sich eine verdammt lebendige Welt ausgesucht. Lebendig, ha? Hey, gib Bescheid, wenn du noch mehr von diesen Kammern findest, ja? Das werde ich. So, was mit dir? Hör mal, Freund. Wie heißt du? Kerl. Moran. Angenehm. Du wirkst wie ein anständiger Bursche. Komischer Nachname. Vielleicht bist du nur der neueste Idiot, der sich mit den Bedlam Raiders angelegt hat. Aber vielleicht bist du wirklich eine ehrliche Haut. In jedem Fall wird dieser Ort dich ausbluten. Verschwinde, solange du kannst. Es vermerkt. Buchserei oder was? Mal sehen, was wir hier finden. Hier. Oh, die Separés. Jetzt verstehe ich, was das für ein Club ist. Okay, noch höher, okay. Da haben wir noch ein Separé. Oh, das ist so ein Holodeck. Na du, hab ich dich nicht gerettet? Ich muss dir etwas gestehen. Und jetzt kommt's. Von den Geräten, die ich Ravis verkaufen wollte, gibt es im Tal noch mehr. In einem Gebäude in der Mitte. Du kannst es nicht verfehlen. Ich dachte, du gehst dahin, siehst es dir an und was du findest, teilen wir. Halbe, halbe. Mal sehen, Törgel. Okay. Das Aquarium ist ja schon ziemlich cool, ne? Oh. Man kann Fische sammeln. Oh, was ist denn jetzt? Hallo? Wann interagieren. Zurück, Pause, weiter. Okay. Es regnet immer noch so, ne? Das ist richtig laut. Cool, da können wir bestimmt bei dem mysteriösen Angler einen Wels kaufen oder einen Putzerfisch, der dann hier sauber macht. Dann geht's wieder runter. Das Gebäude ist größer, wie es von außen aussah, ne? Nicht schlecht, was kommt? Die Bedingungen sind Dachgarten. Für einen Garten. Du hast jetzt Zugang zum Dachgarten von Pylon Saloon und kannst dort Samen pflanzen, die du auf deiner Reise gefunden hast. Schneide bestimmte Pflanzen ab, um Samenkapseln zu sammeln. Die mehrere Samen enthalten. Einige Kapseln enthalten neue Farben. Pflanzen gibt es in verschiedenen Größen und größere benötigen zum Wachsen mehr Platz. Alter. Du kannst zusätzliche Parzellen- und Gartenarbeitfähigkeiten freischalten, indem du alle deine Pflanzen auf ihre volle Größe züchtest und einen Gärtner rekrutierst. Leute. Würdet ihr nicht so einen Müll da reinbauen? Wir pflanzen die würdet hier ein, wenn wir das nächste Mal im Garten sind. Würdet ihr alles die Spiele pflanzen wir viel die Samen, früher die wir rausbringen können? Kieferfahren. Und wir fahren. Da, dein neues Zuhause. Okay.
Oh, davon habe ich viel. Ah, da kann ich dann verschiedene Farben. Hm. Was ist das Beste für diese Pflanze? Weiß ich doch nicht. Ich hoffe, das geht gut. Boah, können wir da irgend cooles... Was können wir da machen? Mit Blau und Rot. Ein Superman-Zeichen. Kriegen wir das hin? Da hätten wir jetzt anders anfangen sollen. Krieg ich die wieder weg? Nee. Verdammt. Okay. Pass auf. Naja, das wird so nicht unbedingt was. Oh, halt. Rot. Pflanzen. Okay, der Samen ist drin. So. Hier haben wir freie Auswahl. Das machen wir blau. Die Stelle hier sieht gut aus. Okay. 7 Stück haben wir noch. Was haben wir da? 8 passen dahin. Okay. Hier, BD. So. Ah. Ah. Jetzt sind die größeren Pflanzen dran. Machen wir da eins hin. Okay. Na? Dann machen wir ein blaues hin. Die richtige Farbe ließe diese Pflanze hervorstechen. Das wäre ein guter Platz hierfür. Was haben wir noch? So, was haben wir noch? Okay. Oh, noch große Pflanzen. Okay. Naja. Also ist nicht so mein Fall. So ein Gartengedöns. Aber, jo, warum nicht? Okay, haben wir die Abkürzung. Das ist ermutigend. Ich wette, wir können noch mehr pflanzen. Noch mehr pflanzen, pflanzen. Pflanzen, pflanzen? Jo. Seltsame Kleidung, Freund. Was ist? Was zu blögen? Mal ein bisschen umgucken hier oben. Hm. Was ist das hier? Erstmal noch nichts. Und die sind noch zu, die muss man wahrscheinlich dann erweitern. Kommt der Vogel wieder da hinten. Cool. Was ist? Was? Was willst du von mir? Bewässerungsanlage wahrscheinlich. Was? BD1. Tadam. Ja, nice. Okay. Sehen wir mal nach der Mentis. Oh. Ist
nur ein Durchgang? Ja. Dann gehen wir da mal durch. So. Halt erstmal hier nach Loot gucken, bevor wir da hochgehen. Ja, da ist zu. Da ist auch zu. Da ist auch zu. Boah, also, okay. Wenn es jetzt nicht nur der Garten ist da oben und man dann hier vielleicht so eine richtige Stadt aufbauen kann, dann ist das schon wieder ein bisschen cooler. Was? Ich habe Gegenstände gefunden. Hab ich gar nicht. Weil das macht dann Spaß, so Sim-mäßig. Aber ich habe keinen Bock, mich da um die Pflanzen zu kümmern, denn jedes Mal zu gießen und was weiß ich was. Also, das wäre dann nicht so gut. Aber da stand ja, man kann einen Gärtner einstellen. Was ja dann schon wieder besser ist. So, da stand doch eben jemand. Hallo? Wie heißt du noch? Zier? See. Du siehst aus wie neu. In der Tat. Dieser mechanische Mixologe kann Wunder wirken. Ich muss es wissen. Haben Sie den Schlüssel nach Terrelor gefunden? Es ist kompliziert. Wir werden ihn finden. Monk hat mir gesagt, was passiert ist, während ich schlief. Dass der Orden der Jedi nicht mehr existiert, muss furchtbar für sie sein. Wir haben beide viel durchgemacht, aber es muss weitergehen, Kerl, denn... The show must go on. Was bleibt uns sonst? Das stimmt. Einen Platz haben wir noch. Ich werde hier bleiben, aber wenn Sie meinen Rat brauchen, bin ich im Salon. Ich fahre doch nicht mit dem Fahrrad, wenn ich ein Raumschiff habe. Es war ein großes Glück, Sie zu treffen, Kerl Kestis. Bisschen freundlicher Kerl. Kelle. Ich habe draußen was gefunden. Ach ja, was denn? Noch ein Holocron? Einen Jedi. Aus der Zeit der Hohen Republik, konserviert in Bacta. Der Gengara. Ich habe ihn befreit. Was ist passiert? Er griff mich an und floh mit den Bedlam Raiders. Nach ihm hatten sie gesucht. Er sagt, die Jedi hätten ihn verraten. Wandte sich zur dunklen Seite. Alles okay, Kleiner? Tenalor. Es existiert. Irgendwo versteckt im Abyss. Oh, das ist doch völlig unmöglich. Der Abyss frisst jedes Schiff, das ihm zu nahe kommt. Schon vor Jahrhunderten hat die Republik einen Weg hindurchgefunden. Darum haben sie die Anlage im Wald gebaut. Eine versteckte Welt, die seit Jahrhunderten niemand gefunden hat. Wenn du weißt, wie du durch den Abyss kommst, könntest du verschwinden. Ohne Spur sogar. Keine Bedlam Raider, keine Kopfgeldjäger. Kein galaktisches Imperium. Ich spekuliere hier nur, aber für mich klingt das wie ein Ort, den man Heimat nennen könnte. Ja, könnte eine Heimat sein. Los, nimm die Füße runter. Na schön, ich gehe zurück zur Kantine. Weißt du, Grease, wir könnten guten Piloten brauchen. Ich weiß nicht. Ich finde, ihr kommt doch gut allein zurecht. Bloß das Putoli-Gewebe könntest du mal sorgen. Wir kennen die Mantis nicht so wie du. Niemand tut das. Ach, Kerl, es tut mir leid. Meine besten Zeiten liegen längst hinter mir. Ich kann nicht mal die Karten richtig halten. Ich weiß, es hat sich viel verändert, aber ich weiß nicht, ob ich es ohne dich schaffe. Siehst du das wirklich so? Allerdings. Oh Mann, ich schätze, ich könnte fragen, ob Monk den Salon weiterführt. Greasy peasy. Okay. Und du? Allzu viele Kredits werden dabei nicht rausspringen. Kerl, das ist besser als alle Kredits. Stell dir vor, kein Blick mehr über die Schulter. Ein sicherer Hafen für uns. Und die, die wir lieben. Wenn jemand was über eine verlorene Jedi-Welt weiß, dann Sia. Jeddah! Ein Besuch bei dieser netten Lady ist längst überfällig.
Wisst ihr, ich mach noch was zu essen, bevor wir aufbrechen. Fragt euch erstmal Monk, ob er die Dinge übernimmt. Willkommen zurück im Außenposten. Vergiss nicht, Doma mit seltenen Mineralien zu besuchen, die du gefunden hast, und im Dachgarten Samen einzupflanzen. Cal kann mehr neue Bewohner treffen, die zur Verbesserung des Außenpostens beitragen können. Sie's Laden freigeschaltet. Sie's Laden im oberen Geschoss von Pylon Saloon ist jetzt zugänglich. Datendisks der Hohen Republik, die in der Galaxis gefunden werden, können hier ausgegeben werden. Dachgarten freigeschaltet. Der Garten auf dem Saloon-Dach ist jetzt zugänglich. Auf Kobo gesammelte Samen können hier eingepflanzt werden. Läuft. Auf nach Jeddah. Triff dich mit Ciri auf Jeddah. Aber nicht heute.